Wir sind auch dieses Jahr 2016 für euch auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, der größten Kirmes am Rhein, unterwegs. Die Rheinkirmes zählt jedes Jahr 4 Millionen Besucher und eine Vielzahl neuer Fahrgeschäfte. Zum Beispiel fehlt dieses Jahr die Achterbahn Olympia Looping, die auch auf dem Oktoberfest zu finden ist, öfters. Dafür sind aber viele andere vorhanden, zum Beispiel eine Indoor-Achterbahn. So, wir sind auf der Wilden Maus und jetzt geht's los. Die Wilde Maus ist so ziemlich die klassischste Achterbahn. Na gut, es gibt noch die Holzachterbahn, aber die Wilde Maus ist eigentlich Klassiker auf jeder Kirmes und eigentlich auch in jedem Freizeitpark zu finden. Ja, jetzt sind wir gleich oben. Jetzt geht's leicht bergab. Jetzt sind wir die GoPro-Perspektive. So, die Wilde Maus zeichnet sich hauptsächlich engen Kurven, die mit einer recht hohen Geschwindigkeit durchfahren werden, aus. Und mit dem Maus fährt circa mit 10 bis 15 km/h durch diese Kurven. Aber durch diesen sehr engen Kurvenradius wirkt das Ganze sehr rasant und schnell. Und ich sitze hier in der Mitte, quasi fliege ich hier die ganze Zeit in dem Waggon rum. Hab fast keinen Halt. Oh. So, und jetzt ist hier so ein typischer Hügel. So. Jetzt kommen auch sehr steile Hügel. Die ein Schwerelosigkeitsgefühl verursachen. Und ich fliege hier immer noch rum, weil ich hier nicht. Da. Die GoPro ist etwas schief. Es hat Spaß gemacht. Die Wilde Maus ist natürlich der Klassiker auf jeder Kirmes. So. So, wir sind jetzt bei dem Imbissstand Isst ihr was? Und ich hätte ganz gern einmal den Düsseldorfer Teller. Gerne. Mit Mayonnaise oder Ketchup? Gerne beides. Ein Düsseldorfer Teller. Super, danke schön. Sieht gut aus. Wir sind an der Geisterbahn. Ah, was war das denn? Hier regnet Spinnen. Schauen, was uns drin erwartet. Auf dem Big Monster und das Big Monster ist sowas ähnliches wie ein Breakdance und ich hoffe, ich habe nichts mehr vom Essen gerade im Gesicht, denn das wird mir jetzt mindestens wegfliegen. Es geht los.